Man, man, Needle. So. Oh, ich kenne so einen coolen Remix von der Needleman Musik. Oh, ich habe den besiegt. Das habe ich fast noch nie geschafft. Ja, ich hasse diese Igel, aber die Igel sind auch nervig wie verrückt. So. Okay. Gut, dann gucken wir mal. Nö. Ja. Hey. So. Okay. Und wunderbar. Das war dumm. Wieso habe ich dann. Wieso bin ich nicht hoch genug gesprungen zum Schießen? So. Jetzt aber war es okay. Und. Was mache ich denn jetzt hier plötzlich? Kann ich mir das mal erklären, warum ich gerade hier so viel Scheiß zusammenspiele? Das ist ja echt traurig. Stirb einfach. Ich will Rache. Danke. So. Und. Alter. Jetzt hätte ich schon fast wieder gefailt. Ich kann Mega Man 3 irgendwie gar nicht. Ich werde wahrscheinlich noch verkacken, bevor ich Mega Man 3 überhaupt spiele, wenn ich das so sehe. Ich werde wahrscheinlich Mega Man 1 schon im No-Hit-Challenge verkacken. So. Oh, ein E-Tank. Den werde ich mir direkt holen. Eigentlich, was heißt hier, oh, ein E-Tank? Natürlich wusste ich, dass da ein E-Tank ist, aber ich spiele ja Mega Man 3 nicht zum ersten Mal. Ist übrigens, ehrlich gesagt, auch das Mega Man, was ich am meisten nicht gespielt habe. Also, weil ich das mit am schwierigsten finde. Es gehört zu den Mega Mans, die ich noch nicht so leicht finde. Erst auf dem Wily Stage ist es Popel einfach. Also da kann man dann echt nicht mehr sagen, dass es irgendwo eine Herausforderung bietet. Leben habe ich eins, okay, das passt. Dann versuchen wir es einfach mal. Und ja. Okay, ich stelle mich gerade an Needleman ein bisschen blöd an. Der Needleman aus dem Original Mega Man 3 ist auch deutlich schwieriger als der Needleman in dem Let's Race, was wir gemacht haben. Das war, weil der hier schießt 4 Nadeln ab, denen deutlich schwerer auszuweichen ist. Außerdem geht er viel mehr Aggro mit seiner Kopfattacke ab. Und wieso hat er jetzt noch 3 Nadeln geschossen? Ey, jedes... Alter, ich hasse diesen Boss. Ich krieg den mit Controller doch viel besser hin. Was soll der Scheiß? Wieso stell ich mich so dumm an? Hallo? Needleman! Fuck, ich stehe viel zu nah. Alter, geht meine ROM irgendwie schneller als auf der NES-Konsole oder was zur Hölle geht hier jetzt ab? Das ist ja... Fuck. Wow, das war... Also das war Epic Skill. Ich will aber noch nicht von Skill reden, weil das böse S-Wort darf ich nicht erwähnen. Das haben wir schon in Lost Levels gesehen. Alles, was mit Skill zu tun hat und... Oh, das ist doch nicht wahr. Ein HP. Guckt euch den Scheiß an. Natürlich bin ich Game Over. Hm? Continue. Ja, wie gesagt, Mega Man 3 habe ich nicht so oft gespielt, weil... Ergebnis sieht man übrigens. Ich sehe gerade das erste Mal, dass man die Viecher auch so einfach killen kann. Okay, das war Fail. Naja, was soll's. Ja, Mega Man 3 habe ich halt nicht so oft gespielt und ich werde es wahrscheinlich echt noch am Freitag übel üben müssen, weil das ist mein... der Punkt, wovor ich am meisten Angst habe. Wahrscheinlich verkacke ich dann einem anderen Mega Man und werde dann einfach völlig umsonst trainiert haben. Wenn ich dann Mega Man 2 oder 1 verkacke, wobei 2 habe ich sogar sehr gut drauf, muss ich schon sagen. Das hat man ja gesehen in meinem Emulator One im letzten Let's Play. Da habe ich ja kein Game Over hingekriegt. Also wahrscheinlich liegt es daran, dass ich derzeit einen extrem krassen, kranken Mega Man 2 Hack spiele und ich auf die Sprites total schon eingespielt bin. Also Rockman nur Constancy Hard Mode ohne Save States. Und ich derzeit auch wirklich viele Mega Man 2 Hacks gespielt habe, weil es so viele Hacks von Mega Man 2 gibt. Wobei ich das Game an sich nicht so gut finde. Es ist wirklich... Oh, wie nett. Es ist wirklich kein so tolles Spiel. Also Mega Man 2 könnte man echt... Ja, ich weiß nicht. Die Musik ist in Ordnung, da muss ich schon zustimmen. Das ist wirklich
mitunter die beste Mega Man Musik, die es gibt. Aber ich kann nicht nachvollziehen, warum das Spiel so gut ist. Es gibt kein Sliden, es gibt kein ja. Es gibt halt kein Mega Buster, es gibt gar nichts. Du hast noch unglaublich alte Dinger, du hast noch Sprite Limitation, du kannst also übel alte Sprite Limitation. Du kannst nicht die Waffe einfach wechseln. Das heißt, wenn du jetzt zum Beispiel noch einen Sprite von einem Schuss auf deinem Bildschirm hast, kannst du die Waffe einfach nicht wechseln. Und es beinhaltet zu viele Bugs und hat teilweise unmöglich auszuweichende Stellen. Okay, das war echt fail gerade. Oh, Alter. Alter, was mache ich denn hier falsch? Hallo? Reagiere bitte so, wie ich dir befehle. Oh, Alter. Was zur Hölle? Alter, das hat mit dem überalten NES-Controller besser geklappt. Oder bin ich schon so aus dem Spiel raus? Ja, natürlich. Ey, dass mich Needleman fertig macht. Ich krieg eine Macke. Das ist peinlich. Wie lange habe ich jetzt kein Mega Man mehr auf dem Emulator gespielt? Ich sehe schon, zu lange. Ja. Hey. Ja, das bleibt. Was zur Hölle geht denn hier ab? Ich sehe schon, der Emulator scheint wirklich schneller zu laufen als die original NES-Konsole. Das macht es wahrscheinlich schwieriger. Bei Mario habe ich keine Unterschiede gemerkt, aber. Das hier, das ist ja. Wow, ey. Muss mich erstmal wieder an Geschwindigkeit gewöhnen. Das war wahrscheinlich auch der Grund, warum ich einen Top-Man so verkackt habe. Weil ich auf die Geschwindigkeit des NES-Emulators jetzt eingestellt bin. Halter! Haben wir jetzt heute irgendwann noch genug von Scheiß-Kack-Treffern und so? Das kann ja. Alter, was geht denn ab mit dir? Hallo! Ich verkacke so hart. Was ist denn los? Ich habe den noch letztens trainiert, dann war das viel besser. Bin ich so raus aus Mega Man 3? Ah, so ging das. Ah. Jetzt wird's langsam wieder. Geht mir langsam wieder ein Licht auf. Ja, das war fair. Also, wie ich an Needleman gerade übel fehle, das ist echt traurig. Ja, natürlich. Natürlich. Ja. Yep. Okay, jetzt habe ich dich aber langsam raus. Wie man es, denke ich mal, sieht. Ja, du machst natürlich. Ja, deine Nadeln habe ich. Oh, wie ich wieder in den Sprung reinslide. Blödheit. Ich bin sprachlos. Okay, ich habe noch ein Leben. Mhm. Ich bin sprachlos. Needleman, was zur Hölle geht mit dir ab? Okay. Ich weiche jetzt aber deine Nadeln richtig aus. Ich kann das. Nicht. Na, nein. Fuck you, Needleman. Du warst im. Wie lange habe ich dich auf dem Emulator nicht mehr gezockt, ey? Das ist ja echt. Peinlich, ja. Ich bin an die Emulatorstörung irgendwie nicht mehr gewöhnt mit dem Sliden. Das liegt auch wirklich daran, dass ich so wenig Mega Man 3 auf dem Emulator gezockt habe. Sliden ist nicht mehr drinne bei mir irgendwie. Ich glaube, das letzte Mal, als ich auf Emulator gezockt habe, da war das Let's Race und das ist schon Ewigkeiten her. 6 Wochen oder so? 8 Wochen? 7 Wochen? Naja, 7 Wochen müsste schon ungefähr her sein. Wow, also ich muss echt trainieren. Wenigstens auf Emulator muss ich trainieren. Ich werde trainieren. Vor dem Stream. Und ja, ich weiß, dass dieses Video wird noch vor dem Stream hochgeladen werden. Demzufolge werdet ihr es sehen. Das heißt, ihr werdet sehen, dass ich trainiert habe. Hören, dass ich trainiert habe. Oh ja. Und jetzt kommt meine Lieblingsstage aus Mega Man 3. Snake Man. Mal sehen, ob ich die No-Hit hinkriege. Das hat bis jetzt geklappt. Okay. Das auch.
Okay, wunderbar. Okay. So, du bist erstmal egal. Jetzt dich noch. Okay, den ersten Screen haben wir schon mal No-Hit geschafft. Die Stage an sich ist recht... Naja. Schwierig, No-Hit, wollte ich gerade sagen. Es ist wirklich schneller als auf dem Emulator. Als auf dem Original NES-Konsole. Also das Spiel läuft wirklich schneller. Vielleicht habe ich ja tatsächlich so eine 10% schnellere Version, wie auch Final sie hat. Keine Ahnung, obwohl ich nicht mit Virtual NES arbeite. Auf jeden Fall ist es schneller als auf der Konsole selbst. Ja. So, dich erstmal ausschalten. Und dann dich. Dass ich gerade so in der Stage verkacke, ist schon traurig. Normalerweise traurig ich die Energie hier gar nicht. Na gut. Egal, dann wird es aus einem Let's Run ein Let's Fail? Nee, dann wird es aus einem Let's Run ein normales Let's Play. Ja, und so. Ich muss dazu übrigens sagen, dass ich mir unbedingt meinen Controller kaufen muss. Dann würde es nämlich ganz anders aussehen. Oh ja. So, wir wollen erstmal nach rechts hoch, weil da gibt es lustige Secrets, die uns vielleicht was geben. Nö, nicht wirklich. Nur ein bisschen Energie, die wir eh nicht gebraucht haben. Und Waffenenergie, die ich bisher eh nicht benutzen wollte. Aber ich glaube, im Rennen werde ich die sowieso benutzen, die Waffenenergie. Was heißt im Rennen? Im Stream. So. Ich muss über die ersten zwei Kugeln immer drüber springen, um dir auszuweichen. Also die ersten Kugeln, die unten kommen. So. Dab, dab, da, lab, dab, da, lab, dab. So, die Stelle ist übrigens sehr, sehr easy. Einfach nur warten. Ja, so einen schönen Sprung ansetzen. Dich abballern. Jetzt nach oben die Energie holen, weil ich gefailt habe mit dem... Alter! Alter! Domba! Übrigens, wenn das Vieh was droppen würde, könnte man das auch noch einsammeln, indem man sich fallen lässt auf die Leiter, weil das geht nämlich auch. Die Stelle hier ist übrigens ein bisschen verbuggt. Das heißt, ich springe immer, bevor die Wolke mich erwischt. Denn es gibt einen Bug, dass die Wolke, wenn die rauskommt, die Position von Mega Man überschreibt und Mega Man deswegen, weil er ein kein festgesetzter Sprite ist, an eine andere Stelle eingesetzt wird und demzufolge neben der Wolke steht und dann fällt man runter und stirbt. Das war dumm. So, ich kann die Dinge auch abballern. Und jetzt kommt Snake Man. Jetzt zeige ich euch mal, wie Snake Man im No-Hit-System angegangen wäre. Erstmal wechseln wir auf P, wie es sich gehört. Und dann... Für Snake Man habe ich mir eine ganz spezielle Taktik ausgesucht. Nämlich diese hier. Ach, das war dumm. Das... Alter! Kriege ich das mal nicht hin? So, jetzt aber, komm. Einmal bitte. Ey, ich faile so hart. Es ist doch so traurig. So, ich brauche den Waschkeul. Okay, diesmal habe ich es geschafft, so wie ich es wollte. Und jetzt wird geballert, was das Zeug hält. Ich brauche jetzt Treffer. Und jetzt muss ich schon wieder wechseln, weil er ist an der Stelle des Todes. Und er... Ja, ha, perfekt. So. Buster Uni No-Hit ist er nämlich äußerst interessant zu besiegen, dieser Boss. So, ich muss... Ja, ja, ja. Das war richtig getimed. Okay. Alter, das ist gerade so ein knapper Fight, weil ein Hit von ihm und ich bin tot. So. Und er sitzt wieder. So, ich wollte jetzt nicht wechseln, weil... Naja. Ich muss mich viel mehr auf den Fight konzentrieren. Scheiße, jetzt wird's knapp. Oh, das geht noch. Ja, super. Und wunderbar. Ich brauche... Nein, 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 das war zu langsam, das war zu langsam. Bitte setz deine Schlangen an. Oh, du setzt deine Schlangen an. Danke sehr.
Alter, das war jetzt echt mehr Glück als Verstand, Leute. Okay. Okay, das kann ich noch. Und er ist tot. Yessa! Ich hab's noch geschafft. Aber so wäre ich ihn No-Hit angegangen. Oh ja. Ich habe zwar am Anfang ein bisschen gefailt, aber das geht so. Ansonsten weiß ich nicht, wie man ihn ausweichen soll. Da er noch sehr, sehr schwierig sonst auszuweichen ist. Oder nahezu unmöglich. Man muss nämlich sonst raten, wie er springt. Und das ist dumm. Search Snake. Und damit haben wir auch alle 8 Robotmaster besiegt und gehen jetzt in die Revisit Stages.